Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz kurz, die offizielle Begrüßung erfolgt natürlich durch Frau Oberbürgermeisterin, hier begrüßen zum Startschuss für den Klimapakt der Stadt Augsburg gemeinsam mit vielen Partnern. Ich darf vorweg auf ein paar Dinge hinweisen. Natürlich machen wir hier eine Corona-konforme, ja was heißt Corona-konform, eine infektionsschutzrechtlich unbedenkliche Veranstaltung, indem wir die Sitzreihen auseinander platziert haben. Wir empfehlen, eine Maske zu tragen, außer am Sitzplatz selber oder wenn Sie sprechen, natürlich, sonst wird es schwierig. Das war es schon gewesen. Ich darf Frau Oberbürgermeisterin bitten, dass sie ein Grußwort an uns richtet. Ja, lieber Wolfgang Hübschler, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Und ich darf Sie alle ganz herzlich hier im Augsburger Rathaus im Goldenen Saal begrüßen. Ich habe gerade schon ein paar Begeisterungsworte empfangen, da wie schön es ist, dass es eine Live-Veranstaltung in echt, in Farbe zum Anfassen, zum Treffen gibt. Ich glaube, das geht uns allen so, dass wir uns einfach freuen, wenn wir ja, die echten Begegnungen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einfach auch wieder intensiv leben können. Und ich freue mich sehr, dass der Augsburger Klimapakt für mich persönlich auf jeden Fall den Auftakt für dieses normalere Leben, wie ich es nennen möchte, auch entsprechend macht. Ich freue mich sehr, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Augsburger Stadtrat heute unter uns sind. Frau Kollegin Margarete Heinrich ist da, Frau Kollegin Schuber-Schneider, Herr Kollege Matthias Fink, Kollege Peter Rauscher, Kollege Matthias Lorenzen und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen. Ich begrüße ganz herzlich zum einen natürlich unseren Wirtschaftsreferenten Wolfgang Hübschel, unter dessen Federführung der Klimapakt ja auch läuft, genauso wie unseren Umweltreferenten Rainer Erben und auch einige Kolleginnen und Kollegen aus der Augsburger Stadtverwaltung, ohne die dieses Projekt auch gar nicht umsetzbar wäre. Das ist natürlich zum einen der Amtsleiter von der Wirtschaftsförderung, der Herr Bayerle, die Frau Schott vom Umweltamt der Klimaschutzabteilung ist da, genauso auch die Smart City Geschäftsstelle. Herzlich willkommen an alle, die heute auch zu dem Gelingen dieses Klimapaktes beitragen. Klimaschutz ist keine Frage der Haltung, das ist keine Frage der Ideologie. Nein, Klimaschutz ist auf jeden Fall für mich eine der spannendsten, der kräfteraubendsten, aber auch der notwendigsten Aufgaben, die, glaube ich, unsere Zeit momentan mit sich bringt und der wir uns auch stellen müssen. Klimaschutz, das geht uns alle an. Viele Rädchen müssen ineinander greifen. Die Europäische Union muss ihre Hausaufgaben genauso machen wie der Bund, das Land, wir Kommunen, Institutionen, Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger können natürlich einen Beitrag leisten. Und wir können, glaube ich, auch nur dann von gelingendem Klimaschutz sprechen, wenn alle diese verschiedenen Institutionen auch die Aufgaben ernst nehmen und wenn wir auch die notwendigen Maßnahmen in Angriff nehmen. Die Stadt Augsburg nimmt das Thema Klimaschutz schon ziemlich lange ernst. Wir sind seit den 90er Jahren in diesem Bereich engagiert. Wir haben eine Klimaschutzabteilung, die, glaube ich, damals auch federführend oder Vorreiterrolle hatte in Bayern. Wir sind Augsburg oder Augsburg ist Umweltstadt. Wir sind Mittelpunkt des Bayerischen Umweltkompetenzzentrums. Wir haben bereits 1998 Klimaziele definiert. Und wir haben uns auch bei neueren Entwicklungen immer wieder Gedanken darüber gemacht, wie wir dieses Thema Schutz des Klimas auch in unsere städtischen Entwicklungen einpreisen können. Wenn man sich beispielsweise die Entwicklung des Innovationsparks anguckt, der unter dem Label Ressourceneffizienz steht, dann zeigt es sehr genau, dass auch vor über zehn Jahren wir uns schon genau Gedanken gemacht haben, was wollen wir denn überhaupt in diesem Gelände, auf diesem Gebiet auch machen, weil es eben nicht einfach nur um ein 0815-Gewerbegebiet geht. Klimaschutz ist also eine wichtige alltägliche Aufgabe, es ist eine Daueraufgabe, aber es ist natürlich auch ein wichtiges Zukunftsthema für die Stadt Augsburg. Und in den letzten 2 Jahren hatten wir Pandemie, aber ich möchte behaupten, dass trotz Corona in den letzten 2 Jahren für den Bereich Klimaschutz noch nie so viel getan worden ist wie in einem vergleichbaren Zeitraum in den Jahren zuvor. Und da möchte ich wirklich auch vor allem den Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung danken, die wirklich trotz
Abordnung ins Gesundheitsamt, trotz aller möglichen Schwierigkeiten, mit denen auch so ein Verwaltungsleben in den letzten 2 Jahren einhergegangen ist, hier wirklich auch viel, viel Arbeit, viel Hirnschmalz und viel Überlegungen in dieses Thema gesetzt haben, sodass wir auch hier entsprechend, glaube ich, heute im Jahr 2022 sagen können, die letzten 2 Jahre waren definitiv keine verlorenen Jahre. Ich glaube, dass wir als Stadt Augsburg natürlich auch unsere Vorbildfunktion ernst nehmen müssen. Und das tun wir auch. Die Stadt hat seit einigen Jahren eine Klimaschutzkonferenz. Wir haben jetzt erst in der vergangenen Woche beschlossen, dass im Haushalt zusätzlich 6 Millionen Euro für Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen aufgewendet werden. Unsere Stadtwerke, Herr Müllner, sind dabei eben auch zu überlegen, wo sind unsere Handlungsmöglichkeiten. Da geht es nicht nur um den Bereich Mobilität, sondern es geht natürlich auch beispielsweise um den Fernwärmeausbau. Wir sind gerade dabei, den Augsburger Mobilitätsplan neu aufzustellen. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht noch als Gesamtverkehrsplan, ein etwas trüges Wort. Und wo es uns einfach auch wichtig war, dass auch alleine durch die Begrifflichkeit klar wird, es geht nicht nur um Verkehr, sondern es geht darum, wie wir alle miteinander mobil sein wollen und wie wir vor allem auch mit innovativen, klimagerechten und zeitgemäßen Mobilitätslösungen auch umgehen. Wir haben letzte Woche im Stadtrat ebenfalls beschlossen, dass wir eine Solarpflicht auf Gebäuden angehen wollen. Und was uns, glaube ich, als Stadt Augsburg und als Region wahnsinnig stark macht, ist, dass hier starke Initiativen und starke Netzwerke vorhanden sind. Das ist, wie gesagt, die Augsburger Klimakonferenz, die ich vorher gerade schon erwähnt habe, aber es ist auch der Klimabeirat. Es ist der Nachhaltigkeitstag bei A hoch 3. Es ist die Initiative A hoch 3 klimaneutral. Es ist Blue City Augsburg, das sehen Sie auch hier auf den Aufstellern, wo wir als Stadt Augsburg auch unsere Klimaschutzaktivitäten bündeln. Und da zeigen wir eben Orientierung und Handlungsmöglichkeiten für alle, die in unserer Stadt unterwegs sind und die etwas fürs Klima tun wollen. Unsere Zielsetzung ist ambitioniert. Wir wollen unsere CO2-Emissionen bis spätestens 2030 halbieren. Und um die Klimaneutralität zu erreichen, ist aber natürlich noch ein Stückchen mehr Anstrengung notwendig. Der Stadtrat hat vergangenes Jahr beschlossen, dass wir noch ein CO2-Restbudget von 9,7 Millionen Tonnen haben. Diese 9,7 Millionen Tonnen haben dann Geltung, wenn eben alle anderen Ebenen, EU, Bund und Land, auch im entsprechenden Maße mitmachen. Ansonsten wären wir beim Restbudget von 20 Millionen Tonnen, aber auch das ist ein ambitioniertes Ziel. Hilfreich ist die Klimastudie, die wir im vergangenen Winter verabschiedet haben, um eben auch nochmal uns vor Augen zu führen, welche großen Hebel wir haben beim Einsparen von Emissionen, aber vor allem auch, welche Schritte wir gehen müssen, um die Klimaschutzziele auch zu erreichen. Und darauf aufbauen wird jetzt das Klimaschutzprogramm erarbeitet, wo ganz konkrete Umsetzungen auch festgelegt werden, mit welchen Möglichkeiten und in welchem Rahmen wir als Kommune eben die Klimaneutralität hier in Augsburg auch umsetzen können. Es funktioniert eben nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Und da spielen natürlich die Industrie und das Gewerbe eine entsprechend große Rolle. Rund 50% der CO2-Emissionen im Stadtgebiet kommen eben aus dem Bereich des Gewerbes und der Industrie. Und dementsprechend haben auch Sie das größte Einsparpotenzial, um auch entsprechend tätig zu werden. Da ist mir aber nicht bange vor, weil wir als innovativer Produktionsstandort uns schon immer Gedanken darüber gemacht haben, wie wir die Welt besser machen können. Und ich weiß, dass viele von Ihnen schon lange, bevor wir auch über Pariser Klimaschutzziele gesprochen haben, mit dem Mindset und mit der Brille unterwegs sind, wie man die Welt besser machen kann und wie eben auch entsprechende Emissionen eingespart werden können. Und da gibt es viele Beispiele von den Großkonzernen, von den mittelständischen Unternehmen, von Familienbetrieben, viele, die sich Gedanken darüber machen, eben nicht nur, weil es von EU, Bund oder Land angeordnet ist, sondern einfach aus einem inneren Drang heraus, den veränderten Bedingungen am Markt sich anzupassen oder auch Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Und vor diesem Hintergrund wurde eben auch der Augsburger Klimapakt Wirtschaft entwickelt, als wichtiges Instrument eben, um die städtischen Klimaschutzziele zu erreichen und um eben weiter den Schritt Richtung Klimaneutralität zu gehen. Und ich bin sehr froh, dass wir uns mit dieser zukunftsfähigen Kooperation eben auch unserer gemeinsamen Verantwortung stellen. Und die teilnehmenden Unternehmen sind eben Start-ups, aber auch die großen Konzerne. Und deswegen begrüße ich heute zur Erstunterzeichnung ganz herzlich Herrn Peter Mohnen, Vorstandsvorsitzenden der KUKA, Herrn Dr. Lauber, CEO der Emma Energy Solutions,
Herrn Rainer Hering von der UPM, Herrn Alfred Müllner von den Stadtwerken, Herrn Dr. Gemmel von den Lechwerken Augsburg. Der Silbermann von der Wohnbaugruppe ist genauso hier wie Herr Kellner, Head of Marketing und Political Affairs von der Rocket Factory, Herr Mannhardt, Standardleiter der VRSIA, Bernhard Huber, Leitung integrierte Managementsysteme der WashTec AG und Rolf Settelmeier, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse. Diese Firmen werden jetzt im ersten Aufschlag eben den Klimapakt mit unterzeichnen und werden mit vielfältigen Angeboten und Maßnahmen der Stadt und der Partner eben diesen Klimapakt unterstützen. Herr Dr. Hübschle wird es jetzt dann gleich nachher auch im Anschluss genauer vorstellen. Ich habe gerade vorher auch von einem starken Netzwerk gesprochen und auch dieses Netzwerk ist natürlich eingebunden in unsere Aktivitäten. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Walter von der IHK Schwaben, genauso wie den Herrn Keiling von der Handwerkskammer, Frau Amicht, die Geschäftsführerin der Bezirksgruppe der VBW, Frau Haug, die bei der Regio Wirtschaft das Geschäftsfeld Nachhaltiges Wirtschaften leitet, Herrn Dr. Knüpfer, den ersten Vorsitzenden von KUMAS und Herrn Dr. Fackler, den Vizepräsidenten des LFU. Der Klimapakt der Augsburger Wirtschaft ist eben ein weiterer wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel, dass lokale Emissionen vermieden werden, indem wir eben Unternehmen befähigen, mit neuen Herausforderungen bestmöglich umzugehen, wettbewerbsfähig zu bleiben und auch den Vorsprung zu nutzen, den wir als Standort bieten können, aber vor allem auch den Austausch untereinander zu fördern, weil manchmal gibt es ja Dinge, die man voneinander lernen kann. Und darüber hinaus ist es eben auch die Chance, weltweit zur Reduzierung von Treibhausgasen beizutragen. Technologie aus Augsburg und Schwaben eben global einsetzen, Lösungen lokaler Unternehmen als Vorbild für Klimaschutz in die Welt zu senden. Und deswegen ist diese Unterzeichnung heute wirklich ein starkes Signal für Augsburg und ein starkes Signal für die Zukunft. Mit dem Unterzeichnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird es bloß nicht getan sein. Die Arbeit beginnt erst jetzt. Und es geht ja jetzt dann erstmal los, auch den Klimapakt mit Leben zu erfüllen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Unternehmen, die diesen ersten Schritt gehen und mit uns diesen Startschuss wagen. Es ist ein aufwachsendes System. Das werden nicht die Unternehmen sein, die hoffentlich am Schluss immer noch alleine dastehen, sondern dass viele, viele weitere Unternehmen auch entsprechend sich dem anschließen, sich auch der Verantwortung stellen, aber vor allem auch von dem Netzwerk profitieren wollen. Das Thema Klimawende schaffen wir nicht alleine mit Regulierung, sondern wir schaffen es mit vielen mutigen Unternehmen, die groß und visionär denken, die Innovationen und Technologien entwickeln und zur Marktreife bringen und am Ende ihren Beitrag leisten, dass diese Transformation gelingt. Und auf diese Transformation mit Ihnen, Made in Augsburg, hinaus in die Welt, freue ich mich. Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Damen und Herren des Augsburger Stadtrats, lieber Rainer Erben, natürlich aber vor allem und zuvorderst, liebe Teilnehmende im Augsburger Klimapakt, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Frau Oberbürgermeisterin hat es gesagt, Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das haben wir sehr früh gesehen bei der beauftragten Studie der Klimakom, in dem doch deutlich wurde, auf viele Bereiche hat die Stadt Augsburg gar keinen so übermäßig großen Einfluss. Die Hebel sind überschaubar. Wir brauchen aber trotzdem, um Klimaschutzziele, um selbstgesteckte Klimaschutzziele zu erreichen, Beiträge aus allen Gesellschaftsbereichen. Und deshalb haben wir parallel angefangen, Gespräche zu führen zum Klimapakt. Und das Schöne war, ja, man hat offene Türen eingerannt. Und ich glaube, auch die Anwesenheit heute von Ihnen allen zeigt, dass das Thema tief in der DNA verankert ist. Man hat offene Türen eingerannt. Der Klimaschutz war in den Unternehmen schon relativ weit fortgeschritten. Es gibt tolle Ideen, innovative Ideen. Und so ein bisschen bei den Gesprächen haben wir auch ein bisschen im Kopf umgeparkt, weil auf das eine oder andere wäre ich zumindest nicht gekommen. So ist auch unser heutiger Impulsvortrag zu verstehen. Zumindest für mich war bei Raketen jetzt nicht unbedingt der Umweltschutz das Thema, was mir als allererstes in den Sinn gekommen ist, aber Ihre engagierte Vorstandschaft hat uns sehr gut erläutert, warum wir hier auf dem falschen Weg sind, dass wir mit Technologie und Innovation an das Thema herangehen müssen, auch in Branchen, die sich möglicherweise nicht als erstes hier aufdrängen, dass sie dem Umweltschutz dienen.
Und das ist für mich die große Lehre, die tolle Resonanz. Und wir haben einfach schon Netzwerkeffekte gehabt bei den ersten Gesprächen. Und es kamen dann andere Partner hinzu, zum Beispiel eben auch das LFU, das dann sagte, ja, das ist doch auch unser Thema, können wir das gemeinsam machen. Das sind schöne Netzwerkeffekte. Jetzt hätten wir natürlich die Situation, ich habe jetzt die Rocket Factory erwähnt und da wird es auch einen kleinen Impulsvortrag geben, dass wir wahnsinnig viele schöne Themen hätten, die wir besprechen könnten. Das kann bei Elektrolyseuren zur Herstellung grünen Wasserstoffs als Rückgrat der Dekarbonisierung der Industrie losgehen, kann über Anlagen, energieeffiziente Anlagen weitergehen, ob das jetzt Schweißanlagen sind vom Herrn Mohnen oder Waschanlagen. Alles trägt natürlich nicht nur in Augsburg, sondern auch überregional bei. Und deshalb an dieser Stelle einen herzlichen Dank an die vielen Partner, die kurz, knapp, knackig in kleinen Clips, die wir gleich sehen werden, dargestellt haben, was ist die Motivation hier am Klimapakt mitzumachen, warum wollen wir mitmachen und was können wir hier im Klimapakt leisten. Wie schon erwähnt, wir haben jetzt schon Netzwerkeffekte, wir sehen Netzwerkeffekte, die wollen wir ausbauen. Wir sind ja nicht nur mit Unternehmen hier unterwegs, sondern Frau Oberbürgermeisterin hat es bei der Begrüßung erwähnt, auch mit vielen Partnerorganisationen, namentlich IHK und HWK, die VBW, das Landesamt für Umweltschutz, KUMAS und unsere Regionalmanagement- und Standardmarketinggesellschaft A3. Und diese Partner haben viele Angebote im Köcher, die Stadt Augsburg natürlich auch, Angebote im Köcher, wo man Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht über die ganz großen Stäbe verfügen, denn eine Bilanzierung, eine Klimabilanzierung zu machen, wo man sie beraten kann, wo man sie unterstützen kann. Und diese Angebote wollen wir heute, und das ist das zweite Ziel, ordentlich bewerben, mit dem Ziel, dass mehr Unternehmen diese Angebote der ganzen Partnerorganisationen wahrnehmen. Und da sind nicht nur Angebote für Unternehmen dabei, sondern natürlich auch das eine oder andere Angebot für Einzelpersonen, für Privatpersonen. Ich denke da an unsere Stadtwerke oder an die LEW, die hier natürlich auch für Privatverbraucher Angebote bereithalten, um Klimaschutz möglich zu machen in Privathaushalten. Ja, und so ist auch der Klimapakt ein bisschen aufgebaut. Ein Ziel zuvorderst ist natürlich, die lokalen Emissionen zu senken in Augsburg. Das Ziel 9,7 Gigawattonnen fiel schon. Das zweite Ziel ist aber tatsächlich, und das mag man mir insbesondere als Wirtschaftsreferent nachsehen, das Thema zu betonen, wir haben hier Innovationen in Augsburg, die helfen können, nicht nur lokal, sondern weltweit Klimaschutz zu unterstützen, indem man effiziente Anlagen liefert oder eben auch Schiffsmotoren, die jetzt nicht mit Schwerdiesel, sondern mit modernen Treibstoffen fahren und deshalb massiv beitragen. Und das dritte Thema ist, unsere Angebote, die wir haben als Partnerorganisation oder als Stadt, gut zu bewerben und entsprechend breit zu vermarkten. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie geht es weiter? Das ist der Auftakt heute, der erste Schritt einer langen Reise. Es soll natürlich viel nachfolgen. Zunächst mal wollen wir in 2022 möglichst viele Emissionen einsparen, aber dann geht es weiter. 2023 bis 2025 sollen eben auch Klimaschutzziele entsprechend aufgestellt werden, die dann auch in Augsburg bilanziert und in den entsprechenden Klimaschutzberichten des Referats 2 von Rainer Erben dann veröffentlicht werden, sodass wir auch unsere Erfolge, hoffentlich nicht unsere Misserfolge, sondern nur unsere Erfolge auch entsprechend dokumentieren können und sehen. Was macht die Stadt? Außer die Reden halten hier heute. Es gibt natürlich auch noch andere Themen, zum Beispiel die lokalen Klimaschutzprojekte, die man sich sogar die CO2-Einsparung dann mit entsprechender Urkunde geben lassen kann. Es gibt als Last Exit auch die Möglichkeit der Kompensation, wenn man auf dem Weg zur Klimaneutralität ist, aber bei aller Vermeidung von schädlichen Emissionen eben nicht ganz auf die Klimaneutralität kommt. Und wir haben uns natürlich im Klimapakt auch verpflichtet, mit aller Kraft und mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln auf die entsprechenden Rahmenbedingungen im Bund und Land hinzuweisen. Denn die Kommunen sind so ein bisschen am Ende der Futtermittelkette, was viele Themen betrifft. Das geht bei der Finanzierung des Nahverkehrs los, geht über die Frage Energiesicherheit und Energiepreise bis hin zu vielen anderen Themen, die eben regulativ nicht auf kommunaler Ebene, sondern auf Landes- und Bundesebene stattfinden müssen. Heute ist der Auftakt. Wir erhoffen uns einen Schneeballeffekt.
dass viel mehr Unternehmen und Partnerorganisationen bald dabei sind. Wir erhoffen uns einen regen Austausch in Netzwerken und wir erhoffen uns das auch nicht nur, indem wir hier sitzen, sondern dank hier an die Kolleginnen und Kollegen, die involviert sind in Blue City, indem wir das Thema eben auch über diese Marke Blue City entsprechend über Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen transportiert und in die Breite bringt. Das ist unser Anspruch. Der gemeinsame Anspruch, zum Klimaschutz beizutragen, bessere Lösungen zu erzielen, nicht nur über Geh- und Verbote zu agieren, sondern sehr stark über Innovationen, die vielleicht sogar größere Wirkungen haben. Und damit wollen wir heute anfangen. Und der Klimapakt steht dann letztlich unter dem Motto lokal, nachhaltig, aber trotzdem international wettbewerbsfähig. Und das werden wir weiter ausbauen. Und jetzt vielen Dank zunächst mal für die Aufmerksamkeit, aber jetzt wird es erst richtig spannend. Jetzt heißt es nämlich Film ab für die Videoclips und ich versuche aus dem Bild zu gehen. Kein Problem. Dankeschön. Wir sind das Unternehmen MAN Energy Solutions. Wir haben unseren Hauptsitz in Augsburg und beschäftigen weltweit rund 14.000 Mitarbeitende an über 120 Standorten. Unsere Aufgabe ist es, den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft zu ebnen. Egal ob Industrieproduktion, Energie oder maritime Wirtschaft, wir denken ganzheitlich und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an für eine nachhaltige Wertschöpfung unserer Kunden. Für diese Aufgabe haben wir die Erfahrung aus über 250 Jahren Ingenieurstradition. Wir unterzeichnen den Klimapakt aus Überzeugung. Die Entwicklung von Lösungen für den Klimaschutz in Industrie und Schiffsverkehr haben wir bereits vor Jahren ins Zentrum unserer Strategie gerückt. Und was global gilt, gilt natürlich auch lokal. Daher arbeiten wir beständig daran, auch unsere eigene Produktion energie- und ressourceneffizienter zu gestalten. Unserem größten Standort, Augsburg, kommt hier entsprechend eine besondere Bedeutung zu. Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Diesen Grundgedanken spiegelt der Klimapakt Augsburger Wirtschaft wider. Und wir als MAN Energy Solutions freuen uns, gemeinsam mit der Stadt Augsburg und den anderen Unternehmen unsere Innovationskraft in dieses Vorhaben einzubringen. Vielen Dank für diese Initiative und uns allen viel Erfolg dabei. Wir sind das Unternehmen Forvia. Forvia ist der siebtgrößte Automobilzulieferer weltweit und vereint diese ergänzenden industriellen und technologischen Stärken von Forvia und Heller. Mit seinen 6 Geschäftsbereichen will Forvia der bevorzugte Integrations- und Innovationspartner der Automobilhersteller weltweit werden. Der Geschäftsbereich Clean Mobility hat seine Europazentrale in Augsburg mit über 1.100 Mitarbeitern aus 44 Nationen. Diese treiben stetig die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Abgasnachbehandlungssystemen für Pkw, Lkw sowie Wasserstoffsysteme stetig voran. Wir unterzeichnen den Klimapakt, weil Umwelt und Klimaschutz tief in unseren Unternehmenswerten verankert sind. Unser Konzern hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 50% der kontrollierten CO2-Emissionen zu reduzieren. Dazu überdenken wir den kompletten Wertschöpfungsprozess von Entwicklung, Beschaffung, Produktion bis hin zu Vertrieb und Entsorgung und führen diesen Prozess in eine Kreislaufwirtschaft über. Im Augsburger Klimapakt sehen wir die Chance, einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der städtischen Klimaschutzziele zu leisten. Wir freuen uns, die Stadt Augsburg dabei tatkräftig zu unterstützen. Wir sind die Lechwerke AG. Wir sind ein Unternehmen hier aus der Region mit einer 120-jährigen Geschichte. Unsere Wurzeln ist die Wasserkraft, das ist unsere DNA. Wir bauen das Energiesystem um
im Verteilnetz und für kundenfreundliche Lösungen. Wir unterzeichnen den Klimapakt als regionales Unternehmen mit Sitz in Augsburg, weil wir der Überzeugung sind, dass wir nur gemeinsam mit anderen Akteuren und Teilnehmern hier aus der Region heraus die Wende schaffen. Die Energiewende als gemeinsame Aufgabe, als gemeinsames Ziel. Wir freuen uns darauf und unterstützen es mit voller Kraft. Die Stadtwerke Augsburg sind eine Tochter der Stadt Augsburg. Wir gehören den Bürgerinnen und Bürgern und wir unterstützen die Stadt Augsburg bei ihren ambitionierten Klimaschutzzielen. Wir, die Stadtwerke Augsburg, unterzeichnen den Klimapakt aus voller Überzeugung, weil es ein sinnvoller Baustein ist auf dem Weg zur Klimaneutralität der Stadt Augsburg. Wir treffen dort Unternehmerinnen und Unternehmer aus Gewerbe und Industrie. Wir können dort unsere Ideen, unsere Produkte mit einbringen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, den Austausch und gemeinsame Projekte mit den Partnerinnen und Partnern. Wir sind das Unternehmen UPM Communication Papers. UPM Communication Papers ist der weltweit größte Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus den Bereichen Home und Office eine umfangreiche Produktpalette. Die leistungsstarken Papiere und Servicekonzepte von UPM schaffen Mehrwert für unsere Unternehmenskunden und erfüllen zugleich aktiv die strengsten Kriterien für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt UPM Communication Papers rund 6.500 Mitarbeiter. Am Standort Augsburg sind wir seit mehr als 125 Jahren tätig und betreiben hier aktuell eine Papiermaschine. Wir als UPM Communication Papers unterzeichnen den Augsburger Klimapakt, weil es unser Ziel ist, durch klare Maßnahmen und Zielsetzungen zur Eindämmung des Klimawandels beizutragen. UPM reduziert seine CO2-Emissionen durch grüne Energieerzeugung, klimapositive Forstwirtschaft und maßgebliche Investitionen zur Unterstützung der Energiewende in Europa. Als weltweit führender Hersteller von grafischen Papieren wissen wir, dass Nachhaltigkeit entscheidend für unseren zukünftigen Geschäftserfolg ist. Deshalb stellen wir unser Engagement entlang der gesamten Wertschöpfungskette unserer Produkte unter Beweis. Wir arbeiten kontinuierlich an nachhaltigen Lösungen durch die Optimierung unserer Produktionsprozesse, den Einsatz erneuerbarer Energien in unseren Fabriken oder den Erhalt der Biodiversität in unseren Wäldern. Wir sind die Stadtsparkasse Augsburg. Wir sind der Marktführer in der Großregion Augsburg und das verpflichtet natürlich. Wir sind 200 Jahre alt, in 2022 geworden. Quasi in die Wiege ist unsere Nachhaltigkeit als DNA eingelegt worden. Damals mit der sozialen Nachhaltigkeit, heute natürlich eher mit der ökologischen Nachhaltigkeit. Wir wollen bis 2030 CO2-neutral sein, dafür tun wir einiges. Ob Ökostrom, ob Elektroautos, ob PV-Anlage oder in Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg, der Sparkassen Wald. Aber unsere DNA verpflichtet uns ja gerade gegenüber Kundinnen und Kunden,
nachhaltig zu sein. Die begleiten wir natürlich mit nachhaltigen Produkten im Einlagen- und auch im Kreditbereich. Ob es die Finanzierung von Gebäuden zur Sanierung oder im Neubau unter ökologischen Gesichtspunkten ist. Wir unterzeichnen den Klimapakt der Stadt Augsburg, weil wir glauben, dass es nur mit einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens möglich ist, eben die ökologische Veränderung herbeizuführen. Wir wollen Teil davon sein. Wir wollen nicht nur Teil, sondern auch Vorreiter sein und eben Anlass geben für andere, sich eben da zu engagieren. Wir glauben, dass es nur miteinander geht und nicht nur alleine. Deshalb ist der Klimapakt eine gute Voraussetzung. Wir wollen unsere Mitbürger, unsere Wirtschaft mit unseren Angeboten und unseren Dienstleistungen und unserem gesellschaftlichen Beitrag eben auf dem Weg in die Nachhaltigkeit begleiten. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, den Klimapakt Augsburg mit zu unterzeichnen. Wir unterzeichnen den Klimapakt, weil wir zum einen als großer Arbeitgeber am Standort vorangehen wollen. Mit gutem Beispiel und einer hohen an uns selbst gesetzten Messlatte. Vor allem aber, weil für uns ein nachhaltiges, klimabewusstes Wirtschaften ein inhärenter Unternehmenszweck ist. KUKA-Technologien wie Roboter und automatisierte Maschinen verfolgen seit jeher ein Ziel, die Reduzierung von Ressourcenverbrauch. Unsere Überzeugung, Technologien können den Unterschied machen, um Fortschritt und Wohlstand im Einklang mit einer ressourcen- und klimaschonenden Industrieproduktion zu ermöglichen. Ja, vielen, vielen Dank für diese Statements, die, ich glaube, ein ziemlich guter Ausgangspunkt sein werden, um hier weitermachen zu können. Insbesondere der mehrfach angesprochene gemeinschaftliche Aufbruch und der gesellschaftliche Zusammenhalt bei der Bewältigung eines gesamtgesellschaftlich extrem relevanten Themas. Jetzt hatten wir einen kleinen Spoiler von der RFA drin. Nichtsdestoweniger würde ich den Herrn Kellner bitten, Head of Marketing, Communication and Political Affairs der RFA, einen kurzen Impulsvortrag zu halten. Wie sieht es eigentlich aus mit den im Text schon angedeuteten Themen Umweltschutz bei RFA? Herzlichen Dank, Herr Dr. Hübschler. Guten Tag, Frau Oberbürgermeisterin Weber, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier die RFA und MT Aerospace vertreten zu dürfen. Genau, Herr Dr. Hübschler hatte es gerade schon angesprochen, Raumfahrt. Damit assoziiert man jetzt nicht direkt nachhaltigen Verkehr, sage ich mal, wenn man einen Raketenstart sieht. Das macht nicht nur unglaublich viel Krach, sondern es produziert auch jede Menge Rauch, zumindest visuell. Und ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, um kurz darzulegen, warum in zwei Dimensionen die Raumfahrt, vor allem unter dem Dach von RFA und MTA, nachhaltig ist. Diese zwei Dimensionen sind zum einen die technologische Dimension und die strategische Dimension. Zur technologischen Dimension, diejenigen, die unter Ihnen uns vielleicht nicht kennen, wir bauen die RFA One, das ist ein sogenannter Micro-Launcher, 30 Meter hoch, 2 Meter breit und soll Satelliten in den niedrigen Erdorbit und darüber hinaus transportieren. Und wir haben von Anfang an diese Rakete so designt, dass sie Nachhaltigkeitsaspekte erfüllt, zum Beispiel bei unseren Strukturen. Eine Rakete ist quasi, sehr salopp gesagt, zwei Tanks mit einem Triebwerk unten dran und wir haben beschlossen, diesen Tank aus Edelstahl zu machen. Edelstahl eignet sich besonders gut für die Wiederverwendung. SpaceX und Blue Origin zum Beispiel in den USA machen das vor. Wenn man Raketenstufen wiederverwendet, muss man sie logischerweise nicht neu produzieren und das vermindert die CO2-Emissionen unserer ganzen Produktion. Zudem lässt sich Edelstahl auch einfach
einfacher und energiesparender verarbeiten, als das zum Beispiel mit Carbonfaserstrukturen möglich ist. Carbonfaserstrukturen, wenn da ein kleiner Fehler drin ist, ist das direkt sehr umweltschädlicher Schrott. Edelstahl kann man wiederverwenden. Der zweite Aspekt ist unsere Orbitalstufe. Das ist praktisch die dritte Stufe der Rakete, eine Mischung aus klassischer Raketenstufe und Satellit, die bis zu 5 Jahre im Orbit verbleiben kann und verschiedene Services im Orbit ausführen kann. So zum Beispiel können alte Satelliten wieder betankt werden, es können Beobachtungen ausgeführt werden, was Weltraumschrott betrifft. Und schlussendlich, wenn der Satellit komplett tot ist, wie das bei uns heißt, können wir ihn einsammeln und aus dem Erdorbit entfernen. Das ist insofern sehr wichtig, weil es dort oben immer voller wird. Vielleicht haben Sie die Berichte gelesen, letztes Jahr, die Chinesen und auch die Russen testen Waffen, um Satelliten aus dem Erdorbit abzuschießen. Die Trümmerteile können praktisch einen Schneeballeffekt verursachen und innerhalb von einer Woche quasi dafür sorgen, dass wir kein GPS mehr haben, wir kein Internet mehr haben. Auf andere Anwendungen, die davon beeinflusst werden, gehe ich gleich noch ein. Insofern sehr wichtig, dass Weltraumschrott sowohl beobachtet wird, als auch schlussendlich dann entfernt wird. Und der letzte Punkt ist unser Triebwerk. Wir haben das Helix-Triebwerk mit einem sogenannten geschlossenen Verbrennungskreislauf. Sprich, wenn ich die Analogie zum Autobau benutzen darf, wir haben quasi keinen Auspuff, aus dem einfach die Abgase in die Atmosphäre geschüttet werden, was verständlicherweise nicht sonderlich nachhaltig ist, sondern wir führen diese Abgase zurück in die Hauptbrennkammer und verbrennen da den Treibstoff noch ein zweites Mal. Sprich, wir nutzen erstmal unseren Treibstoff viel, viel effizienter, als das Triebwerke mit sogenannten offenem Verbrennungszyklus machen, und diese Abgase werden eben nicht einfach in die Atmosphäre geschüttet. Genau, das kocht sich praktisch runter auf, das haben wir mal ausgerechnet, wenn wir einmal starten, dann verbrauchen wir oder verursachen wir damit quasi so viel CO2 wie Augsburg in 10 Minuten oder München in 3 Minuten. Was, denke ich, die Vorteile der Raumfahrt allgemein, auf die ich jetzt gleich noch eingehen werde, deutlich überwiegt. Damit würde ich dann nämlich zur strategischen Dimension kommen und einfach so ein paar Anwendungsfelder kurz und knapp vorstellen. In Australien, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder schon 2020, Sie hatten es sicherlich gesehen, zahlreiche Brände, es sind zahlreiche Tiere verendet, Menschen auch gestorben, Städte zerstört worden. Wenn man Satelliten im Orbit hat, die sehr früh schon diese Hitzequellen entwickeln oder bemerken, dann kann man entsprechend darauf frühzeitig reagieren und präventive Maßnahmen einleiten. Man kann Pipelines aus dem Orbit monitoren. In dem Fall wäre das jetzt hier auch über Wärmebildkameras. Das ist natürlich auf der einen Seite offensichtlich, dass man zum Beispiel früh sieht, wenn irgendwo Löcher in den Pipelines sind, aber schon beim Bau oder der Konzeption kann man von oben sehen, wo es am meisten Sinn macht, die Pipeline zu verlegen. Sowohl von den Bodenstrukturen, aber zum Beispiel auch zu schauen, was ist der beste Weg um ein Naturschutzgebiet herum, wo verlaufen Pfade für Tierwanderung. Auch ein Beispiel, wie wir praktisch aus dem Orbit Nachhaltigkeit erst ermöglichen. Ja, die Partner aus der Energiebranche, für die ist das sicherlich nichts Neues. Erneuerbare Energien sind sauber, haben aber auch den Nachteil in Anführungsstrichen, dass sie nicht so einfach zu berechnen sind, was erzeugt wird. Wenn die Sonne scheint, wird Strom produziert, wenn Wind scheint, wird Strom produziert. Wenn das nicht der Fall ist, wird kein Strom produziert, und im Energienetz ist es so, dass die Spannung, die Frequenz immer auf 50 Hertz gehalten werden muss, sprich das, was erzeugt wird, muss auch verbraucht werden. Man muss also sehr genau wissen, was wird gerade verbraucht. Bei den Smart Homes gibt es die inzwischen sogenannten Prosumer, also wenn Sie eine Solarzelle auf dem Dach haben, dann sind Sie nicht nur jemand, der Strom konsumiert, sondern Sie können auch einspeisen in das Netz. Also da kommen immer mehr Player ins Spiel, und es ist extrem wichtig zu wissen, wie ist das Wetter, wo wird gerade viel verbraucht, wie kann ich das Netz entsprechend steuern. Nachhaltige und klimafreundliche Logistik, da kommt natürlich erstmal das autonome Fahren ins Spiel. Wenn ganz viele Autos vernetzt sind, ich hatte jetzt eine Studie gelesen, pro Auto, das eine Stunde autonom fährt, werden 40 Terabyte Daten verursacht. Das muss auch erstmal transportiert werden, diese Datenpakete, um zum Beispiel Staus zu vermeiden, indem die Autos miteinander kommunizieren.
Anderer Bereich wäre zum Beispiel auch die Schifffahrt. Wenn man von oben Strömungen schon frühzeitig erkennt oder weiß, wo welche Wasserdichten unterschiedlich sind, dann kann man die Routen so anpassen, dass sich über diese Tausende von Kilometern, dass sich ein Schiff bewegt, aktuelle konkrete CO2-Emissionen eingespart werden können, wenn die Route angepasst wird. Ich hatte es gerade schon angesprochen, Weltraumschrott, eines der größten Probleme der Neuzeit, was auch sicherlich nicht weniger werden wird über die kommenden Jahre, wo wir uns auch sehr stark für einsetzen, dass Regulatorien gefunden werden müssen und auch Technologie entwickelt wird, um dieses Problem in den Griff zu bekommen und so früh wie möglich auch zu verringern. Und natürlich ganz klassisch Klimawandeldaten. Über 50% der Daten über den Klimawandel erhalten wir aus dem Erdorbit. Wenn man diese Daten nutzt, um einen sogenannten digitalen Zwilling zu bauen, also die ganzen verschiedenen Subökosysteme so gut wie möglich zu verstehen, können wir auch viel zielgerichtetere Maßnahmen einleiten, um dem Klimawandel zu begegnen. Was mich auch schon zu meinem Fazit bringen möchte, und zwar, dass Wirtschaft und Nachhaltigkeit sich nicht widersprechen müssen. Gerade bei uns ist es so, ich hatte gerade gezeigt, die Technologie ist nachhaltig aufgebaut, aber auch die Anwendung, die wir praktisch in der Raumfahrt ermöglichen, die Anwendungen aus dem Orbit, tragen sehr, sehr viel zum Klimaschutz und Umweltschutz dabei. Insofern lässt sich zusammenfassen, dass wir quasi Nachhaltigkeit und Klimaschutz zum Kunden haben und damit möchte ich auch den Impulsvortrag beenden. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Es darf jeder selber den Test machen, ob er auf diese Anwendungen zum Klimaschutz gekommen wäre oder nicht. Das war auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Inspiration. Und wer noch ein bisschen mehr Inspiration braucht, der kriegt sie vielleicht noch durch die Videoclips unserer Partnerorganisationen, die eben auch nochmal kurz darstellen, warum sind wir dabei, was können wir erreichen. Wir sind die Rege Augsburg Wirtschaft GmbH, die gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Augsburg, des Landkreises Augsburg und des Landkreises Eicher-Friedberg. Wir arbeiten für die Unternehmen der Region in Sachen Fachkräfte, Standortmarketing, Innovation und nachhaltiges Wirtschaften. Und im Kontext nachhaltiges Wirtschaften spielt für uns das Thema Klimaschutz und Klimaneutralität zunehmend eine sehr große Rolle, unter anderem im Regionalmanagement, im dort angesiedelten Projekt Green Economy. Wir unterzeichnen den Klimapakt, weil wir selbst das Thema Klimaneutralität sehr stark unterstützen. Wir finden die Initiative der Stadt Augsburg für den Klimapakt als ein hervorragendes Mittel, die Unternehmen in der Region, nicht nur in der Stadt, an das Thema Klimaneutralität heranzuführen. Und nicht zuletzt spielt der Städtische Klimapakt mit unserem regionalen Angebot, das wir im Mai präsentieren werden, hervorragend zusammen mit der Initiative A3 Klimaneutral. Wir können den teilnehmenden Unternehmen Folgendes bieten, nämlich auch ein Teil der Initiative A3 Klimaneutral zu werden. Diese überspannt die gesamte Region Augsburg. Und beide Initiativen, Klimapakt und A3 Klimaneutralität, ergänzen sich bestens. Wir werden versuchen, über den Zeitraum bis 2030 möglichst viele Unternehmen in Sachen Klimaneutralität zu begleiten, durch regelmäßige Bilanzierungen, durch eine Einstiegsberatung, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Fachveranstaltungen zusammen mit unserem Partner KUMAS Umweltnetzwerk, und viele Angebote mehr. Und wir hoffen, zusammen mit dem Städtischen Klimapakt hier einen wichtigen Beitrag zum Thema CO2-Reduzierung und Klimaneutralität in der Region Augsburg zu leisten.
Wir sind die Handwerkskammer Schwaben. Wir vertreten über 30.000 Betriebe mit 144.000 Beschäftigten und 11.000 Auszubildenden in der Region Schwaben. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, hoheitliche Aufgaben und Dienstleistung für unsere Betriebe. Der Hauptsitz ist in Augsburg. Wir haben weitere 8 Standorte in Schwaben mit insgesamt 230 Mitarbeitern. Wir unterzeichnen den Klimapakt, weil wir der Meinung sind, dass die Klimakrise eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist. Wir wollen mit unseren Angeboten, Dienstleistungen unsere Betriebe beraten, unterstützen, damit sie diesen Klimawandel, der ansteht, wie aber auch die Verhinderung der Klimakrise gemeinsam mit uns bewältigen können. Wir können den teilnehmenden Unternehmen Folgendes bieten. Wir haben zum einen ein großes Beratungsangebot rund um das Thema Energieeinsatz im Betrieb, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, der klimaneutrale Betrieb, all das können wir abbilden. Zum anderen haben wir ein großes Bildungsangebot, in dem es darum geht, Bildung an die Betriebe heranzutragen, sie zu qualifizieren, um die Themen Energieeinsatz im Betrieb und auch bei den Kunden. Und zum anderen haben wir auch Angebote für Auszubildende rund um das Thema grüne Berufe, Green Jobs. Wir sind die IHK Schwaben und vertreten rund 144.000 Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistung in ganz Bayerisch-Schwaben. Wir bilden junge Menschen und Beschäftigte aus und weiter, beraten unsere Mitglieder in vielen Fachthemen und bündeln die Interessen der Unternehmen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Die 5 Fokusthemen der IHK Schwaben sind Fachkräfte, international, Digitalisierung, Energie und Mobilität. Wir unterzeichnen den Klimapakt, weil wir als Interessensvertretung der regionalen Wirtschaft in Augsburg unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und für eine nachhaltige, klimafreundliche Wirtschaft und Gesellschaft eintreten. Die IHK Schwaben setzt sich gemeinsam mit ihren rund 20.000 Unternehmen am Standort Augsburg seit 2 Jahrzehnten für mehr Klimaschutz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ein. Ein Beispiel ist das Ende der 90er Jahre von der IHK mitgegründete Umwelttechnologische Gründerzentrum UTG in Augsburg, aus dem bereits viele erfolgreiche und innovative Ideen und Unternehmen entstanden sind. Wir können den teilnehmenden Unternehmen Folgendes bieten: umfangreiche Beratungsangebote zu den Themen Energie, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourcenschonung, Austausch in Arbeitskreisen, Netzwerken und Fachgruppen, Teilnahme an Projekten wie Hands-on Materials und Hands-on Innovation und die IHK Energie- und Ressourcen-Scouts. Das sind Azubis, die zu den Themen Energie- und Ressourcenverbrauch geschult werden und in einem eigenverantwortlichen Projekt nach weiteren Verbesserungen im Unternehmen suchen. Wir sind das Kummers-Gold-Netzwerk hier mit Sitz im Umwelttechnologischen Gründerzentrum in Augsburg, am Mittleren Moos im Augsburg Umweltpark. Mein Name ist Thomas Nieborowski, ich bin Geschäftsführer des Kummers Kompetenzzentrum Umwelt e.V. Wir unterzeichnen den Klimapakt, weil wir der Überzeugung sind, dass der Klimaschutz die wichtigste Aufgabe des 21. Jahrhunderts ist. Es geht darum, die globale Erwärmung der Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dazu sind enorme Anstrengungen und enorme gesamtgesellschaftliche Änderungen notwendig und das wollen wir begleiten. Wir bieten dazu den teilnehmenden Unternehmen zusammen mit der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH im Projekt A hoch 3 klimaneutral unterschiedliche Formate, Workshops, Seminare, Konferenzen an, die sich mit der Thematik beschäftigen. Das heißt, wir wollen damit den Unternehmen Hilfe zur Selbsthilfe geben, um auf dem Weg zur Klimaneutralität erfolgreich zu sein und diese möglichst bis 2030 zu erreichen. Wir als Bayerisches Landesamt für Umwelt sind die zentrale Fachbehörde für Umwelt, Natur und Klimaschutz, Geologie und Wasserwirtschaft in Bayern. Wir erheben und bewerten Daten über den Zustand der Umwelt. Daraus entwickeln wir Ziele, Strategien und Planungen
für eine nachhaltige Nutzung und Sicherung unserer Umwelt. Je nach Aufgabengebiet treten wir als Fachgutachter auf, geben Stellungnahmen ab, sind Aufsichts- oder Genehmigungsbehörde. Wir sind Partner im Augsburger Klimapakt, weil wir als bayerische Umweltbehörde mit Hauptsitz in Augsburg gerne die Unternehmen im Augsburger Raum bei ihren Aktivitäten und auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen möchten. Wir bieten den teilnehmenden Unternehmen zu den Themen Energie- und Ressourceneffizienz sowie rund um den betrieblichen Umweltschutz und das nachhaltige Wirtschaften Informationen, praxisnahe Handlungsempfehlungen, nützliche Online-Tools, Veranstaltungen und vieles mehr. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, kurz VBW, ist die freiwillige, branchenübergreifende und zentrale Interessenvereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Wir vertreten 153 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und 47 Fördermitglieder. Insgesamt beschäftigen die Unternehmen, die in unseren Mitgliedsverbänden vertreten sind, fast 90% aller Beschäftigten in Bayern. Neben der VBW vertrete ich auch BAME VBM. BAME VBM sind die Arbeitgeberverbände der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen. Warum unterzeichnen wir heute den Klimapakt? Wir stehen hinter den Klimazielen des Pariser Abkommens. Gerade angesichts der aktuellen großen Herausforderungen dürfen wir die langfristigen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und eines dieser Ziele ist das Wohl der künftigen Generationen. Der Klimapakt der Augsburger Wirtschaft setzt auf die unternehmerische Innovationskraft und will den Wirtschaftsstandort stärken. Und genau das ist aus unserer Sicht der richtige Weg. Unsere Mitglieder unterstützen wir dabei, wo immer es geht. Denn die sichere, bezahlbare und klimafreundliche Versorgung mit Energie und Rohstoffen ist ein wesentlicher Faktor für die Wertschöpfung der bayerischen Wirtschaft. Zum einen bieten wir den regelmäßigen Austausch zu Themen rund um Energieeffizienz, Klima und Umwelt. Zum anderen setzen wir uns im Prozess der politischen Meinungsbildung aktiv für unsere Mitglieder ein. Unsere Mitgliedsunternehmen der bayerischen M&E-Industrie unterstützen wir außerdem mit Services und Tools zur nachhaltigen Senkung der Energiekosten, der CO2-Emissionen und zur Analyse der Klimaschutzpotenziale. Zusätzlich bieten wir viele Informationen und Hilfestellungen rund um die Themen Energie und Rohstoffe, vom Einkauf bis zu F&E und dem Zugang zu Fördermitteln. Es gilt der Welt zu zeigen, dass wir Ökonomie und Ökologie erfolgreich vereinen und niemand in der Transformation zurückgelassen wird. Ja, auch an die Partnerorganisationen einen herzlichen Dank. Wer sich nicht alles sofort merken konnte, es gibt natürlich die entsprechenden Nachschlagewerke an verschiedenen Stellen. Unter anderem wird es auf unseren städtischen Homepages sein, aber natürlich auch auf den jeweiligen Homepages der teilnehmenden Organisationen. Ja, wir rücken diesen Aufbau näher. Ein KUKA-Roboter, der scheint noch eine Rolle zu spielen. Und eine städtische Urkunde wird von einem weißen Etwas gehalten, einem weißen Etwas, was das Unternehmen KUKA freundlicherweise im 3D-Druck hergestellt hat, möglichst ressourcenschonend. Und deshalb dürfte ich jetzt den Herrn Mohnen, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG, bitten, noch etwas näher zu treten und ein bis zwei Fragen zu beantworten, bevor wir dann schauen, wie gut die Technologie im Einzelnen funktioniert. So, das war die Gefahr, die es gibt, wenn man sich mit der Maske... Genau. Herr Mohnen, wir haben heute die ganze Zeit das Megathema Klimawandel. Gestatten Sie mir eine ganz kurze kleine Abweichung vom Tagesskript. Megathema Klimawandel. Wir haben leider noch was anderes, eine Megakrise. Nicht allzu weit entfernt. Eine Frage an Sie. Wir hören viel über Lieferkettenunterbrechungen. Wir hören über gestörte Beziehungen in vielerlei Hinsicht. Und Sie sind ein Unternehmen mit einer chinesischen Mutter, also zumindest mal in zwei Welten zu Hause. Und was können Sie uns denn hier in aller gebotenen Kürze berichten über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf ein international weltweit aufgestelltes Unternehmen KUKA? Ja, gerne. Zunächst, bevor ich zur Antwort komme, ist mir wichtig zu sagen, dass wir als KUKA und ich auch den Krieg, den Putin-Krieg, verurteilen und sehr uns freuen, dass die Stadt Augsburg so aktiv ist, auch bei der Hilfe. Da machen wir gerne mit.
Ja, wir als KUKA haben das Russland-Geschäft eingestellt, sofort. Und wir haben in Russland, machen wir ungefähr 1%, etwas unter 1% unseres Geschäfts, in der Ukraine nicht. Wir haben über 40 Mitarbeiter in Russland und zahlen denen die Gehälter weiter, aber das Geschäft haben wir eingestellt. Wir haben deswegen keine, wenn wir jetzt an Umsatz denken, dann haben wir da keine großen Auswirkungen, aber die Produktion ist schon ein größeres Thema. Ja, es gab zuerst diese pandemiebedingten Lieferprobleme und Preiserhöhungen und jetzt haben wir schon auch kriegsbedingte, dass zum Beispiel Komponenten aus China über Russland nicht mehr per Zug kommen und dass auch Chips, das war schon letztes Jahr ein großes Thema, dass wir dort, die im Roboter, in jedem Roboter sind, verschiedene, in einem Chip wurde unsere Nachfrage um über 80% reduziert. Und wir hätten schon ab März keine Roboter mehr bauen können, hätten nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute kreative Lösungen gefunden. Also auf dem Spotmarkt den Chip kaufen, der kostet 10 Dollar, jetzt über 900. Oder dann Nachfolgeschips, die dann umdesignt werden und oder Roboter, die wir auf Vorrat produzieren und dann zum Kunden schicken und dann geht der Customer Service hin und vor Ort auf der Baustelle wird der Chip nachgerüstet. Also insgesamt, glaube ich, haben wir sehr, sehr große Challenges schon auch letztes Jahr gehabt und jetzt neue, die dazukommen, die wir super gemanagt haben. Und da bin ich sehr stolz auf das ganze Team, dass wir da so gut unterwegs sind und nicht über Kurzarbeit nachdenken, sondern das Gegenteil. Wir haben letztes Jahr 27% mehr Geschäft gemacht und dieses Jahr glauben wir auch, dass wir weiter wachsen. Und das ist schon ganz beachtlich in diesem Umfeld. Dennoch schauen wir jetzt nach China und den Lockdown in Shanghai, dann macht uns das schon wieder neue Sorgen. Ja, toll, dass es trotzdem mit KUKA, das ist ja für den Standort Augsburg durchaus wesentlich, aufwärts gegangen ist und trotz extrem widriger Rahmenbedingungen aufwärts geht. Wir hoffen natürlich auch, dass die extrem widrigen Rahmenbedingungen nicht den Klimaschutzzielen zu sehr dagegen laufen. Und deshalb natürlich auch die Frage an Sie, wie können die Roboter, wie können die Anlagen weltweit zum Klimaschutz beitragen? Ja, die tragen auf jeden Fall dazu bei. Der Roboter ist schon ein sehr, sehr effizientes Produkt. Denke ich jetzt an die Produktion, dann sind wir als Maschinenbauer nicht so besonders energieintensiv. Dennoch, das hatte ich eben auch in dem Clip erwähnt, ja, haben wir jedes Jahr Ziele, wie wir weniger Strom, weniger Wasser verbrauchen, weniger Abfall produzieren, weniger Gas verbrauchen, weniger CO2. Das haben wir in jedem Standort und schon seit mehreren Jahren und wollen uns da stetig verbessern. Wir haben in Fernwärme investiert und wir sehen, das hilft dann auch bei der Statistik, hilft. Das ist sogar ein Business Case, da rein zu investieren. Das hilft dem Klima und hilft am Ende auch Geld zu sparen. Also das sind Themen, die wir machen, sehr nachhaltig, schon seit vielen Jahren. Und in der Produktion als Maschinenbauer sind wir da nicht so energieintensiv. Aber schauen wir uns das Produkt an, dann ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir in jeder neuen Modellreihe, jede neue Robotergeneration weniger Energie brauchen, als in der, die derzeit beim Kunden ist. Sodass wir auch dem Kunden helfen, wettbewerbsfähiger zu sein, aber auch seine Energieziele zu erfüllen und unseren Beitrag zu leisten. Jeder Roboter ist energiesparender in der neuen Generation als in der davor. Und das ist uns ein wichtiges Ziel. Und Sie hatten ja, Frau Oberbürgermeisterin, gesagt, dass wir Vorbild sein sollen. Und das finde ich auch ein Thema, das mir immer ganz wichtig ist. Deswegen bin ich hierhin nicht mit dem Auto oder Taxi, sondern mit der Tram gekommen. So, dann machen wir den Produkttest. Seien Sie mein Glücksbringer, dass hier alles gut funktioniert. Was soll ich tun? Einfach ein paar Schritte mir folgen. Wir haben ja so einen schönen KUKA-Roboter. Ich nenne ihn jetzt mal Antonia. Und Antonia, würden Sie bitte die Urkunde des Augsburger Klimapaktes mir reichen?
Danke, Antonia. Antonia hat eine Namenskollegin aus Fleisch und Blut, Mechatronik aus, im dualen Studium ausgebildet und hat den Computer, den Roboter heute für uns programmiert. Vielen Dank in diese Richtung. Es hat ja wunderbar geklappt. Kein Demonstrationsproblem. So. Der große Moment naht. Wir haben viele Unterschriften zu leisten. Für diejenigen, die einen eigenen Füller verwenden wollen, geht das natürlich auch. Wir haben hier aber recycelte Kugelschreiber, passend zum Klimapakt, nicht benutzt, die man nehmen kann. Und zum Prozedere, wir haben also hier die Urkunde, die große, mit den Partnern und den Unterschriften. Ich würde dann namentlich in zwei Blöcken aufrufen. Wir haben aber auch noch eine Kooperationsvereinbarung. Das heißt, nicht gleich wegrennen, wenn die Unterschrift hier getätigt ist. Es gibt noch eine zweite, die zu tätigen ist, damit auch die Kooperationsvereinbarung entsprechend unterschrieben ist. Und während wir hier mit der Unterschrift beginnen in zwei Blöcken, auch wenn alle unterschrieben haben, ebenfalls nicht wegrennen. Jetzt ist Stehen angesagt, weil wir wollen natürlich noch ein entsprechend schönes Bild mit allen gemeinsam machen, nachdem die Unterschriften getätigt wurden. Schön ist heute auch, dass unsere Partnerstädte sich ebenfalls geäußert haben. Damit wir noch genügend Zeit für Netzwerkarbeit haben, werden wir auch ein paar Statements unserer Partnerstädte, Glückwunschstatements der Partnerstädte nebenher, weil wir ja doch eine Weile brauchen werden, zur Unterschrift präsentieren. Und deshalb darf ich jetzt anfangen. Jetzt muss ich die Urkunde umdrehen. Das ist, darf ich auf Dauer nicht machen. Die Frau Blößel schaut schon ganz böse. Also, zur Überraschung aller, eine Unterschrift von Frau Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, mir selber, dem Rainer Erben, dem Herrn Keiling, dem Herrn Walter, dem Herrn Knüpfer, Herr Dr. Fackler, Frau Haug und Frau Amnicht. Erster Block und gleichzeitig Film oder Text ab zur Unterschrift. この度は Augsburg-Kaiser-Kiko-Kyoteh-No-Teiketsu, gratuluji vám k rozhodnutí se aktivně věnovat natolik důležitému tématu, jakým je klimatický pakt augsburské ekonomiky. Jehož cílem je zájem zvýšit společenskou odpovědnost za ochranu klimatu a životního prostředí. Nagamachi Amagasaki-shimo sangyō-toshi toshite hatten-shi, kōgai mondai ni mo mukihatte kita machi desu. 2010-nen niwa sangyō-dantai to shi no aida de ekomirai-toshi 天下崎共同声明を表明し、環境と経済がしっかりと共生していく、そんな街を目指して連携した取り組みを進めてきました。この度はアウグスブルク経済気候協定の締結おめでとうございます。この素晴らしい取り組みを記念し、一言お祝いを申し上げます。ザミネストリベレツスメセネダーノ otevřeně přihlásili k mezinárodnímu projektu 100 klimaticky neutrálních evropských měst do roku 2030. O to více nás zaujalo, k jakým krokům se v rámci aktivit podporujících boj s klimatickými změnami chystáte vy. Nagahama-shi-demo 2022年 3月 20日 ni 市民事業者団体が互いに連携し持続可能な社会を実現するために 市民一人一人にできることは何かを考え、実践活動のきっかけとなるよう、環境に優しいヒーフェアを開催いたしました。アウクスブルクの皆さんと共に取り組みを高め合いながら、地球の、そして私たちの未来のために、これからも連携していければと思っております。どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。まあ、それがこれです。 これゼロカーボンシティ宣言です。そして今こそ私たちは優れた環境の中で暮らすことがみんなの権利であり、その環境を守り育て将来の人たちにも残していくことが責務であることを改めて考えていかなければなりません。 Pakt, kterému se nyní chcete věnovat, je pro nás inspirací. A ujišťuji vás, že jako partneři toto úsilí plně podporujeme. A velmi vám za něj děkujeme.
Ich darf nach vorne bitten, Herrn Mannhardt, Herrn Mohnen, der steht schon da. Nein, nicht mehr, doch da. Herr Dr. Gemmel, Herr Dr. Lauber, Herr Kellner, zweimal, Sie dürfen zweimal unterschreiben, auch für die Mutter. Herr Settelmeier, Herr Müllner, Herr Hering, Herr Huber und Herr Silbermann. Und wer auch alles den Stift schon abgegeben hat, das war ein Fehler, den braucht man noch das zweite Mal für die Kooperationsvereinbarung. Frau Oberbürgermeisterin, vorbildlich. Ja, sie hat verstanden, sie will Vorbild sein, sie hat es richtig gemacht. Stift behalten, ja. So, das ist sie, die Starturkunde des Augsburger Klimapakts. Wir haben nur ein Original, das geht natürlich an alle Partner des Klimapakts in digitaler Form. Ansonsten werden wir sehr in Ehren halten. Wer gemeint hat, er darf sich widersetzen, der irrt. Alle, die unterschrieben haben, bitte ich jetzt fürs Gruppenfoto aufzustehen und der freundlichen Dame und ihren Anweisungen exakt zu folgen. Und Frau Oberbürgermeisterin muss eine tragende Rolle spielen und halten. Schaffe ich. Ja. Sind durch unsere Oberbürgermeisterin ausreichend in erster Reihe präsentiert. Will nicht. Also selber. Naja. Ja. Yes.
Dürfen wir anders hinschauen. Dankeschön. Ein letzter Gang zum Tisch Nummer 2 zur Unterschrift unter die Kooperationsvereinbarung. Dankeschön. Halte ich mal als maskenloser Abstand. Ich muss mal versuchen, ob der Ton noch funktioniert. So, wir sind nahezu am Ende der Veranstaltung. Es bleibt mir im Moment nur noch der Dank an die vielen Teilnehmenden, natürlich auch in der Verwaltung der Stadt Augsburg. Wir haben es schon erwähnt, das sind die Kolleginnen und Kollegen vom Blue City, die hier also im Veranstaltungsbereich, im Marketing unterstützen. Natürlich aber auch die Kolleginnen und Kollegen im Fachreferat, im Umweltreferat, die viel Fachwissen eingebracht haben mit den Themen Bilanzierung. Und ich darf auch die Kolleginnen und Kollegen aus meinem Referat mit viel Dank
überziehen sozusagen. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen von Herrn Schwendner Mails bekommen am Wochenende, tief in der Nacht oder früh morgens, irgendwo zwischen 5 und 23 Uhr ist man immer gefährdet, auch am Sonntag. Dank an die Frau Blaser, die heute die Regie übernommen hat für diese Veranstaltung, und Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind, und wir wollten schneller sein, weil ein Thema war ja noch Netzwerken. Das soll ein Netzwerk sein, und alle, die noch wollen, können innerhalb des Zeitrahmens, den wir vorgegeben haben auf der Einladung, noch ganz locker eine Netzwerkaktion hinten anstellen. Dann darf ich Sie alle noch mal ganz kurz zumindest zu Getränken einladen und würde mich freuen, wenn der ein oder andere noch den ein oder anderen Kontakt hat. Ansonsten, mich kriegen Sie jetzt nicht mehr los, das ist der Preis für den Klimapakt. Einen schönen Tag, eine schöne Woche und erfolgreiches Wirken. Vielen Dank.